Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Bist du jemand, der im kurzen Spiel oder auch im langen Spiel zu steil nach unten kommt, in den Boden schlägt und riesen Divots machst? Dann habe ich hier die perfekte Übung für dich. Nimm ein langes Tee und ziehe den Ball so etwa 30, 40 Meter vor dem Green auf. Möglichst hoch und schau, dass du die Schlagfläche auf der Unterseite des Balles positionieren kannst. Also nicht zu tief und auch nicht zu hoch, sodass du den Ball toppst. Und jetzt musst du lernen, hier flächer an den Ball zu kommen. Wenn du die gleiche Bewegung hier machst, wirst du den Ball nicht treffen. Aufgrund der Distanz, die wir hier haben, 30, 40 Meter vom Grün, musst du hier bestimmt nicht einen vollen Schwung machen, sondern kannst es ganz ruhig angehen und hast hier ein bisschen mehr Kontrolle über den Bewegungsablauf, was du machst. Von der Seite sieht das so aus. Wenn du zu steil an den Ball kommst, dann wirst du schon sehen, dann toppst du den mehr. Du musst schauen, dass du hier viel mehr Rotation reinbekommst, im Abschwung auch flächer an den Ball kommst. Also du willst eigentlich lernen, hier ein Draw zu spielen, wo du den Schläger auch hier löst, nicht ziehst, sondern löst und flach lernst, um dich herum zu schwingen. Sieht so aus. Ganz ruhig, gehst zurück. Nimmst den vom Tee weg. Das Tee sollte am Schluss noch an der gleichen Stelle im Boden sein. Das wäre dann das Zeichen für dich, dass du den so weggenippt hast, nicht zu stark nach unten gekommen bist oder nach oben gegangen bist, sondern eigentlich wunderschön und flach durch den Ball gegangen bist. Üb das und du wirst sehen, das wird nicht nur dein kurzes Spiel verbessern, sodass du nicht mehr so steil an den Ball kommst, sondern hier den Schläger mehr laufen lassen kannst. Sowohl auch wie bei den Eisen und auch bei den Hölzern und Treibern. Also eine super Übung, die das gesamte Spiel verbessern wird bei dir. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Weiterleiten des Videos an einen Freund. Bis zum nächsten Tipp. Tschüss!